So, da sind wir wieder und wir werden wieder versuchen, den kleinen Knaben hier zu kicken. Und, mir ist gerade aufgefallen, ich dachte nämlich, dass... Entschuldigung, nein. Dass da hinten, so in dieser Kuhle, so ein blaues Leuchten gewesen wäre, aber das, hier kann ich auch nicht durch. Voll die fette Alpha-Wand. Aber es war nicht der Fall. Also dementsprechend, ja. Ist alles gut oder nichts ist gut? Ich weiß es noch nicht. Hallo. Wie geht's dir? Ich schaff das einfach nicht. Schnell, Hilfe! Nein, greif doch nicht so an. Naja, okay. Also, dieses schnelle Blocken muss ich wirklich noch üben. Also, wahrscheinlich später kommt vielleicht so der Big Boss von dem. Und da muss ich auf jeden Fall. Da muss ich auf jeden Fall das besser können. So. Was machen wir jetzt hier? Wir gehen da hoch, weil alles andere ist negativ markiert. Kommen wir nicht hoch. Beziehungsweise da oben, das bringt uns ja auch nichts. Weil da kommen wir ja nur zur Schlittenfahrt. Also zum Eisding. Naja, okay. Egal. Wuhu. Immer wenn sowas kommt, dann sterbe ich mindestens einmal. Mindestens einmal. Also zu meiner Verteidigung, das Lenken hier ist richtig bescheuert. Richtig, richtig bescheuert. So. Gut. Wow. Ach, das ist der Dude, den wir wahrscheinlich vorhin gesehen haben, oder? Von da aus. Also, da kamen wir... Alter, was ist das denn hier? Für ein Gebilde. Junge, Junge, Junge. Zeit für einen Step. Zusammengefleckt. So. Aber sonst hier gibt's ja nichts wirklich. Ja. Lass mich raten, so, ich muss, so, wow. Ich muss sogar noch viel weiter. Ja, ja, ich tue euch nichts, keine Angst. Die. So.
Entschuldigung. Ich mach mal wieder nur eins an. Oh nein, was ist das denn hier? Der bläst mich nach da. Der bläst mich nach da. Der bläst mich nach da. Und ich bin um. Ja, easy. Nur zweimal gestorben. Oder einmal. Okay. Ah, ich muss da rüber und dafür brauche ich die Geschwindigkeit durch einen Luftföhn blablub. Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Was war das denn? Was ist denn los? Ach so, die kommen wieder. Und zwar ziemlich schnell. Gut. Komisches Ding. Oh. Grüß Gott. Der humpelt ein bisschen. Blöd ist, dass ich keine Stim mehr habe. Ich geh mal hier weg. Entschuldigung. Nein! Verdammt. Der muss noch einmal niesen und ich bin tot. Na gut. Ich habe mich verklickt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Aber ich hatte ihn erwischt. Ohne Probleme. Hätte, ne? Ja, stimmt. Jetzt bin ich ja wieder hier. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. So, ja, den da unten lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Es soll ja auch, es darf ja auch nicht zu... Ich dachte schon, der will mich jetzt verarschen. Es darf ja auch nicht zu langweilig für euch werden. Hui! Ui, blub. So. Entschuldigung. So, Entschuldigung, ich wollte euch nicht treffen. Oh, das war zu weit. Ach, super. Juhu. Hui.
Hilft mir mal jemand? Danke. Gut. Easy. So, wenn ich ihn nicht blocken muss, dann ist es easy. Oh man, das muss ich echt noch wirklich üben. So. Irgendwann schaffe ich das. Maximale Macht. Yes. Dieses Artefakt als Opfer für den Wind. Aus irgendeinem Grund wurde es absichtlich zerstört. Ha. Absichtlich zerstört. Überreste eines alten Artefakts, das als Opfergabe für den Wind diente, aus irgendeiner. Du weißt schon, Kyle, dass du mit der Macht genauso hoch oder sogar noch höher springen könntest, ne? I just say. So, aber ja, es ist ziemlich schwer, das zu schaffen, ne? Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht stören. Come on. Streng dich an. So. Nice. Entschuldigung. So. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Okay, alles klar. Also stimmt alles. Ed stimmt alles. Alte Statue. Ja, ist auch die einzige alte Statue hier. Die Statuen wurden in die natürliche Wände der Höhle gemeißelt. Sie stellen Sepho mit Sphären dar. Möglicherweise denselben Sphären, die ihre Gräber mit Energie versorgten. Dann waren das ziemlich große Dudes. Aber ja, wenn sieht so aus mit den Riesentüren hier. Also da bräuchte man eigentlich die Macht gar nicht. Aber egal. Wir wollen ja jetzt nicht so sein. Oh, da vorne glitzert's. Es schimmert. Bekomme ich jetzt den Push? Bitte. Auf jeden Fall bekomme ich was. Ich glaube. Au! Au, du Arsch. Au! Auf! Au! Ausweichen kann ich hier nicht. Au! Ach so! Konzentration! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Gut, weiter so. Zwei. Blicke immer auf den Ball. Los, hä? Nochmal. Hab ich doch gemacht. Junge, konzentrier dich. Ach so. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Im Weg steht, wird selbst zum Weg. Juhu! Tja, dann schauen wir mal nochmal da zurück.
Oh, endlich. Wurde auch Zeit. Juhu. 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 Bam. Aber da hoch komme ich nicht. Verdammt. Warte, hier war auch ein kleiner Gang. Ich müsste jetzt da rauskommen. Genau. Genau. Super. Sehr schön. Oh, das ist die Rüstung von der... Alter, wie groß waren die denn? Diese Boots. Der Wächter ist lange zerstört. Grabfechter. Hier wurde vor langer Zeit ein Sephograph-Fächer einen mächtigen Automat zum Schutz der Krieger zerstört, ja. Hey! Was ist es? Lichtschwert. Schon wieder? Krass. Der bekommt ja jetzt sehr viele Lichtschwertmaterialien. Wow. Warte. Genau. Den muss ich auch mal öfters. Oh oh, oh oh, oh oh, da ist ein Dude. Dude. Ja, renn mal weg. Suche Auge des Sturms. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Mhm. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Schön. Mehrere Einträge. Also, Einflüsse von Kashyyyk. Okay. Während er Sepho erkundete, entdeckte Meister Cordova einen dem Weisen Aelram geweiht. Dem Weisen Aelram geweiht. Geweihten Tempel. Achso, Entschuldigung, da geht's ja weiter. Diese Entdeckung enthüllte ihnen weitere Geheimnisse dieser alten Kultur, einschließlich ihrer Faszination für Kashyyyk, die Heimatwelt der Wookies, genau. Um mehr zu erfahren, reiste Cordova nun nach Kashyyyk, um einen alten Freund, den Wookie-Häuptling Tarful, um Rat zu fragen. Hi! Schub, um ihn zu unterbrechen. Tritt doch nicht, das ist unhöflich. Shoot.
Ja, scan mal. Oh. Ach so. Sehr gut. Okay. In diesem alten Sephor-Sarkophag ruhten die sterblichen Überreste des weisen Alram. Ach so. Letzterer war der erste Sephor, der eine Beziehung zu den Bewohnern von Kashyyyk aufbaute und die Vegetation des Planeten innig liebte. Heute sind seine Überreste für alle Zeit unter den Wurzeln einer versteinerten Froschierebaums begraben. Ach so. Okay, alles klar, alles klar. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwie Belohnung? Gold? Schatz? Reiseziel freigeschaltet, Kashyyyk. Gut, meditieren und ausruhen. Aha, okay, alles klar, gut, hier können wir, erhältst du Schub, kann Keilgruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wanken bringen, das ist super. Hältst du Schub, ach so, ah, erhältst, ja, ich hab ja, gut, Keil generiert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls. Das ist gut. Dann hier, hältst du verlangsamt, kann Kai alle Ziele in sein Umfeld ver... Ach, krass. Okay, Macht erhöht sich. Dann erhöht die Distanz, die Kai beim Sprintattacke zurücklegt. Ein Luftangriff kann... Ah, geil. Ein Luftangriff, mit dem Karl Gegner in seiner Nähe bei der Landung zurückstoßen kann. Leer und F. Gut, Fertigkeitspunkt. Warte, das werde ich mal... Nee, kann ich nicht sehen. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst? Verzögerungsstoß. Nachdem Kyle seinen Lichtschwert geschwungen hat, kann er einen Spezialangriff mit größerer Reichweite ausfüllen. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Kyle sein Doppelklingenlichtschwert geschwungen hat, kann er eine Reihe von Angriffen... Okay, das ist krass. Das ist sehr gut. Kyle generiert zusätzliches Leben, wenn er ein Stimmbehälter von Dingen benutzt. Gesundheit erhöht sich, lenkt Blasterbolzen automatisch ab, während er sprintet oder eine Wand... Ah, okay. Okay, da gibt's viele ziemlich coole, ehrlich gesagt. Also das reizt mich sehr. Das da reizt mich. Vor allen Dingen, weil eine Gruppe von Gegnern zurückwerfen. Das ist halt auch krass, verlangsamt alle. Das ist super heftig. Lea und F. Ein Luftangriff. Distanz. Okay, wir haben zwei verfügbar, dann mache ich zuerst mal den da. Ah, okay. Nicht schlecht. Und ich mache den da. Super, super, duper. Ausruhen. Gut.
Und dann, ich will mal kurz das Neue ausprobieren. Oh, warte. Ich kann den ja jetzt pushen. Sparen mit der Taste ist das. Au. Wieso kann er durch eine Wand schießen? Alter. Wirklich durch die Wände schießen. Alter, okay. Hat er seitdem das mal geübt oder was? Was ist da verkehrt? Was ist da jetzt verkehrt? Wieso erwischt er mich? Arsch. Gut. So, ich will mal sehen, was der hier macht. Okay. Aha. Okay, was auch immer hier los ist. Wow. Ja, hallo. Hier könnte noch irgendwie ein Hin wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich da oben eine hinbekommen soll. Warte mal. Ich puste den mal nach da hinten. Das war das. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Ich kugel die mal da runter. Alter, echt jetzt? Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Gut. Ah, so. So macht man das. Ja, super. Cool, sogar mit einem Auffangbecken.
Nee, ich auch noch. Nee, ich bleib hier oben. Nee, ich geh wieder. Okay, da kommt wahrscheinlich dann die nächste. Ups. Kannst du was scannen? Weißer Eilrahmen. Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Es dient einst der zur Prüfung machtbegabter Sefo-Weiser, ist jetzt aber eine Gedenkstätte für ihre Ehren, zu ihren Ehren. Doch die größte Ehre wird hier der Macht selbst zuteil. Dem Lebenswind, wie sie nannten, ein wunderschöner Anblick. Okay, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich muss den da. Okay. Ich muss den da jetzt auch, genau. Wahrscheinlich hier durchpushen, genau. So. Und dann kommst du. Und musst du? Warte, musst du hier rauf? Nee, oder? Warte, darunter geht's doch nur. Achso, doch, dann geht's darauf. Muss ich die da dann wieder runter tun? Warte mal. Also. So, zuerst hier hin. Dann. Hui! 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 So. Der kommt von selbst, ne? Ja. Oh. Ah, cool. Der fliegt jetzt auch von selbst da hoch. Okay, alles klar. Ich muss die da wegtun. Nein. Zurück. Zurück mit dir. Weg da. Du gehst nicht hier zurück. Wo ist jetzt die Kugel hin? Oh. Aber, warte mal. Warte mal. Ich, okay, Entschuldigung. Du musst wieder zurück. Ich will mal schauen, okay, ich muss warten und dann pushen und dann ist sie da drin. Okay, alles klar. Na komm. Hui. Boing. Sehr schön. So. Ach, jetzt bin ich hier. Na, zieh mal einen an. Aha. Und jetzt? Oh, ist das gemein. Jetzt kann ich hier nicht mehr raus. Nein! Lass mich raus! Lass mich raus! Na gut.
Dann geht's halt wieder hoch. Was hast du gefunden? Die Zephyr sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Ach so, es geht noch weiter. Aber, was sollen wir denn hier machen? Wieso sollten wir nachfragen oder auch nicht? Oh Mann! Meldet hier. Und... ihr kennt es schon, ausruhen. Super.